So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Geil, noch ein bisschen Kohle hier. Finde ich fett. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Lord Pendleton, genau, der wollte mit uns reden, der Heino. Zack. Ich könnte den jetzt auch abstechen. Heftige Lage. Der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Tja, das werde ich machen. Und Havelock sucht nach ihnen. Havelock? Wer war noch gleich Havelock? Boah, ich habe gerade wieder voll das Déjà-vu. Hatten wir uns hier nicht schon mal mit dem Kerl unterhalten? Alter Schwede, was für ein heftiges Déjà-vu. Aber ich glaube, das war wirklich schon mal. Ich erinnere mich gar nicht mehr dran, ob das auch dort vorne war, wo wir uns mit ihm unterhalten haben. Erstmal fresse ich mir hier den Magen voll, schlage ich mir richtig schön den Magen voll. In Ordnung, mein Freund. Was geht ab? Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Okay. Samuel geht direkt weiter. Ich guck mal ganz kurz. Nicht, dass hier wieder irgendwelche Artefakte sind, aber es sieht nicht so aus. Deswegen würde ich mal sagen. Gehen wir mal ab zu Samuel. Auf zur Colvin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Okay. Kommen Sie an Bord, wenn Sie so wollen. Juhu! Rüste das Herz aus, um die Fundorte von Runen und Knochenartefakten. Jede Wahl hat Folgen. Wer schleicht oder nicht tödliche Aktion wählt, findet sich in einer stabileren Blablabla. Ja, also so wie es aussieht, das wird sowas von der Weltuntergang bei meinem Spieldurchlauf hier. Da. Was boah. Die Cordwin-Brücke. Sie sind jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Ah. Okay. Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Natur, Philosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aha. Aber was weiß ich schon. Ja, ehrlich mal. Bist du Samuel. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolovs Gemächern auf Sie, Corvo. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Ab geht's hier die Kette hoch. Nein, nach oben. Ist das jetzt klar? Ausgangssperre heißt, dass niemand auf der Straße herumlaufen darf. Bei dem war nein, du erinnerst ihn nicht. Du schnappst ihn dir einfach und dann prügelst du ihn zu Tode. Klar? Gut, verstanden. So. Tode prügeln.
Hab gehört, du hast dich beim Kartenspielen komplett ausnehmen lassen. So, erstmal gucken. Rune und Knochenartefakt. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Hier kommen wir auch nicht dran vorbei. Ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Ja, die Ausgangssperre endet morgen bei einem Aufgang. Nee, war mir irgendwie auch klar. The boldest measures are the safest. Ja, zu verkaufen, zu vermieten. Alles klar, ich muss jetzt gerade mal kurz überlegen. Das wird gefährlich, aber ich lasse es lieber auch. Was ist denn hier hinter? Gibt es hier hinter vielleicht so einen Geheimeingang? Nein. So. So, was haben wir denn hier Schönes? Da ist doch was drin zu essen. Walfleisch. Erze, jawohl, meins. Sonst nichts mehr. Lagerhausschlüssel erforderlich. Bürger und Besucher unserer Stadt. Naja. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Was macht denn der Schalter? Alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Lagerhausschlüssel erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Keine weiteren Mana-Elixiere kann ich tragen. Okay. Zugscheinwerfer. Kann ich das jetzt nur nicht benutzen, weil das Tor nicht aufgeht? Ah, okay, ich weiß. Jetzt weiß ich's. Vielleicht gibt es weiter oben Lösung für das Problem. Da fehlt so ein Walöltank, glaube ich. Deswegen suche ich mir einfach mal ein. Da drüben ist einer. Sehr, sehr gut. Ah, cool. Nice. Zack. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung. So. Jetzt wird nochmal geguckt. Dort drüben ist eine Rune, dort ist ein Knachen-Artefakt. Da muss ich da rein wahrscheinlich. Das ist aber möglich. Juhu, so eine Zugfahrt ist doch was Feines, ne? Halt! Das steht da tatsächlich auf Deutsch. Sag mir, wenn du wieder um die Hunde spielen willst. Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. So, als allererstes hole ich mir mal die Rune. Ist
Diese Scheiße. Verkackte Seuche. Ratten, alles zum Kotzen. Und zack. Von der anderen Seite blockiert. Naja. Puh, am Arsch. Klodeckel zu. So. Ach, scheiß Ohrwurm immer hier. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des... Mal schauen. ...herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corbin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an Zack. Alle Bürger. Zack, zwar. Hat zwei Pfeile gekostet. So, sehr schön, das hätten wir. Ich guck mal ganz kurz, was ich mir noch davon holen kann. Ich könnte Zeit verlangsamen, das wäre natürlich richtig fett. Wie viel habe ich denn? 3 Runen habe ich. Teleportieren auf die nächste Stufe. Vitalität. Gesundheitsregeneration wird verbessert. Ach, das ist schwer. Das ist schwer. Das könnte ich natürlich auch machen, dann hätte ich aber nur noch eine. Oder aber teleportieren auf nächste Stufe ist noch über längere Distanz. Kann ich mich weiter teleportieren? Auf Stufe 2 ist das ja geil, Zeit verlangsamen. Du kannst dich normal weiter bewegen. Beweglich? Scheiße, Mann, ich will teleportieren, ich will das hier, ich will Beweglichkeit. Blutdurst, ich hole mir Zeit verlangsamen. Okay, in der zweiten Stufe kann man Kugeln vielleicht sogar ausweichen, das wäre richtig fett. Sehr schön. Das hätten wir damit. Die habe ich ausgerüstet. Ja, also ich würde sagen... Ist jetzt ein guter Moment. Die Folge ist sowieso gerade vorbei oder dürfte gleich vorbei sein. Dürften jetzt so 14 Minuten sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.